In den letzten 10 Jahren habe ich ein unfassbares Datingleben gelebt, von dem die meisten Männer nur träumen können. Ich habe eine wunderschöne Frau kennengelernt, die jetzt ganz nebenbei auch meine Frau ist. Und darüber hinaus habe ich über 400 Männern beigebracht, das Gleiche machen zu können. Und die Dinge, die ich in den letzten 10 Jahren gelernt habe, die will ich dir in 11 Regeln eines attraktiven Mannes mit auf den Weg geben. Dinge, die mir geholfen haben, Dinge, die eben diesen Männern geholfen haben. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, wer ist denn dieser Typ, dass er mir hier irgendwas darüber erzählen will? Absolut berechtigte Frage. Mein Name ist Matt Alvarez. In den letzten paar Jahren habe ich nichts anderes gemacht, außer das hier. Ich habe 4 beschäftigten, ambitionierten Männern, die mit beiden Beinen im Leben stehen, geholfen, die richtige Art von Frau anzuziehen und sie auch zu behalten, kein Drama mehr zu haben, keine toxischen Spielchen, weil du hast weitaus Besseres zu tun, als sich damit zu beschäftigen. Und meine Hoffnung oder mein Wunsch ist es, dass nachdem du dir dieses Video hier komplett angeschaut hast, dass du einige Nuggets mitnehmen kannst und die auch direkt auf dein Leben bzw. dein Datingleben anwenden kannst. Und ganz wichtig, das hier dreht sich nicht nur um Frauen, das dreht sich grundlegend darum, wie du ein besserer Mann wirst. Dinge, die mir geholfen haben, vielleicht hilft es dir, vielleicht aber auch nicht. Okay? So, fangen wir mit Nummer 1 an. Und zwar den Opportunitätskosten. Denn ich wollte diese Liste nicht so standardmäßig machen wie, ja, du musst einfach nur nett sein und dann sie zum Lachen bringen. Witzigerweise wird das aber später nochmal ein kurzer Punkt. Ich wollte diese Liste schon ein bisschen tiefgehender machen. Und das Konzept der Opportunitätskosten wird meiner Meinung nach viel zu selten besprochen. Und ich will dir ein kurzes Beispiel geben, warum das so wichtig ist für dich als Mann. Wenn du beispielsweise mit einer Frau zu tun hast, die auf dem Papier nicht so dolle ist, also heißt, dass sie nicht die Charaktereigenschaften besitzt für etwas Langfristiges, aber wo es sich einfach gut anfühlt, mit ihr jetzt zu tun zu haben, dann wirst du so eine emotionale Achterbahn haben. Du wirst wirklich nach oben gehen, es ist super, es ist toll und das aber primär in der ersten Konsequenz. In der zweiten und dritten Konsequenz merkst du, wie diese gesamte Dynamik immer mehr runtergeht. Und wenn das Konzept der Opportunitätskosten mehr in dir ist, wirst du relativ schnell merken, okay, nur weil sich das hier gut anfühlt, heißt es nicht, dass sich das hier auch weiterhin gut anfühlen wird. Und das ist eine Sache, die mir sehr, sehr viele Kopfschmerzen, vor allem im späteren Teil meines Lebens, die mir das erspart haben, eben diesen Kopfschmerzen. Weil, du musst dir vorstellen, du wirst jeden Tag mit Entscheidungen konfrontiert. Entscheidungen, dass du entweder besser wirst oder eben schlechter wirst. Weil es gibt nicht wirklich einen Mittelweg. Seien wir mal ganz ehrlich. Entweder du wächst oder du stagnierst. Den Mittelweg, der existiert nicht wirklich. Wenn du wachsen willst, wirst du realisieren, dass wir in einer Welt leben mit sehr viel Dualität. Und diese Dualität sieht so aus, dass du für alles, was positiv ist, etwas Negatives hast. Für alles, was Licht ist, da gibt es auch Schatten. Und dieses Plus, Minus, dieses Konzept ist folgendermaßen, dass wenn du am Anfang nur Dinge hast, die positiv sind, wird es meistens dazu führen, dass du später mit Dingen konfrontiert werden musst, die negativ sind. So. Du isst zum Beispiel eine Tafel Schokolade, du isst zum Beispiel Chips, du gehst zum Beispiel nicht trainieren, obwohl du trainieren gehen musst. Am Anfang wird sich das gut anfühlen, später wird es aber nicht mehr gut sein. Du isst eine richtig fettige Pizza von keinem guten Italiener, sondern irgend so ein 0815-Ding. Boom, fühlt sich gut an, danach fühlst du dich schlecht. Du trinkst Alkohol, fühlt sich gut an, danach fühlst du dich schlecht. Und diese Opportunitätskosten immer im Blick zu haben, wird dir sehr viele Kopfschmerzen ersparen. Und das heißt, wenn du erstmal die einfachen Dinge tust, ist alles, was bleibt, schwierig. Wenn du erstmal die schwierigen Dinge tust, ist alles, was danach bleibt, einfach. Punkt Nummer 2. Präsenz. Einer meiner absoluten Lieblingsthemen, denn über die Jahre habe ich gemerkt, nur weil ich viel denke, heißt es nicht, dass ich intelligent bin. Und das ist eine Sache, ich sehe viele Männer, die sagen das. Ey, ich bin so ein analytischer Mensch und ich denke viel darüber nach. Ja, bin ich auch. Ich meine, ich war Mathestudent, was soll ich sagen? Nur der Punkt ist, präsent zu sein und eine Konversation zu genießen und in dem Moment zu sein und in dem Moment mit jemandem wirklich, also wirklich bei der Person zu sein, das ist eine Fähigkeit, die entwickelt werden muss. Ganz nebenbei, ich will auch ganz kurz dir Action Steps geben, wie du die einzelnen Fähigkeiten erlernen kannst. Zum Beispiel bei den Opportunitätskosten würde ich jetzt sagen, dass du solche Sachen wie Schach ausprobieren kannst, spielen kannst, weil das hilft dir einfach zu sehen, okay, für jede Aktion, die ich habe, gibt es eine Konsequenz und diese Konsequenz kann etwas Positives sein oder eben etwas Negatives. Hat mir geholfen, wird dir wahrscheinlich auch helfen. So, Punkt Nummer 2, Präsenz.
Du kennst das wahrscheinlich, du willst eine Frau ansprechen oder du willst irgendwie mit einer Frau in einer Konversation sein oder du willst irgendwelche Dinge tun, aber dann fängt dein Kopf an zu überdenken und du bist der maximale Overthinker. Ein Overthinker zu sein, ist nichts Gutes, weil du denkst nicht konstruktiv über das Problem nach, du denkst destruktiv nach. Kleines Beispiel. Du siehst eine Frau, du willst sie ansprechen, du merkst aber, dass du überdenkst und dass du bist, oh, okay, ich könnte ja das so machen und eigentlich sollte ich nicht dahin gehen und da, bla, 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 bla. Das Problem ist, das sind keine konstruktiven Gedanken, weil diese Gedanken halten dich davon ab, die Aktion zu tätigen. Hättest du konstruktive Gedanken, würden die mehr so aussehen, und es kann ja sein, dass es bei dir der Fall ist, hättest du mehr Gedanken wie, okay, ich sehe, die ist jetzt gerade mit ihren Freundinnen unterwegs, es wäre gut, wenn ich jetzt erstmal zu ihr gehe, dann zu ihren Freundinnen und dann Action. So, das ist ein konstruktiver Gedanke, weil du den Kontext im Blick hast, aber dich nicht davon beeinflussen lässt. Das heißt, Präsenz hilft dir im Moment zu sein und die Situation besser einschätzen zu können und darauf zu reagieren, was in diesem Moment passiert. Weil du kannst nicht deine nächsten 15, witzigerweise Züge, wir haben gerade eben über Schach geredet, deine 15 Züge kannst du nicht im Blick haben, weil das Erste, was du tun musst, ist ja mal überhaupt dahin zu gehen. Und ganz, ganz oft bei sozialen Interaktionen ist das die eine Sache, die eine Hebelwirkung, die wahrscheinlich 80% von einer guten Konversation ausmacht, weil dann bist du da und du überdenkst nicht, du versuchst nichts zu wollen und diese Präsenz führt dazu, dass null Bedürftigkeit ausgestrahlt wird. Ganz, ganz wichtiger Punkt, wie erreicht man das? Beispielsweise durch Meditation oder dass du in vielen sozialen Interaktionen bist. Okay? Punkt Nummer 3, kalt ansprechen. Bevor du mich an den Pranger stellst. Das hier, Frauen kalt auf der Straße ansprechen zu können, hat mir so viel geholfen. Und ich weiß, dass es nicht die effektivste Art und Weise ist, Frauen kennenzulernen. Bei weitem nicht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn du diesen Skill einmal drin hast und einfach so auf Leute zugehen kannst, dann ist es ganz egal, ob das Frau, Mann ist, irgendjemand, den du bewunderst, jemand, den du vielleicht als Mentor haben willst, du kannst auf alle Leute zugehen. Und das bringt dich dazu, dass du so viel attraktiver bist als viele, viele andere. Und da hört es nicht nur auf, da hört es nicht auf. Denn über das Kaltansprechen hinaus wirst du dadurch neue Freunde bekommen, einen besseren Freundeskreis potenziell. Du wirst sehr viele Frauen kennenlernen, du wirst sehr viele Opportunitäten bekommen, du wirst zu sehr vielen Dingen eingeladen, weil du einfach immer in Kontakt bist. Und das führt dazu, dass es wie so ein Momentum ist, was an einem Punkt steigt. Weil am Anfang, wenn du sowas tust, ist es noch komisch. Also wenn du beispielsweise im Gym bist, dort Stück für Stück die Leute, jetzt nicht nur Frauen, sondern die Leute grundlegend kennenlernst, dann ist es ja so, am Anfang macht das nichts Wirkliches, aber dann an einem Punkt merkst du, je mehr du Leute kennenlernst, desto besser kommst du da rein und desto schneller kommst du da rein und dann plötzlich, ehe du dich versiehst, kennst du das ganze Gym und dann, sobald du das ganze Gym kennst, ist es auch kein Thema, vielleicht, was weiß ich, die Alina dort kennenzulernen oder die Sarah dort kennenzulernen, die dort ist, weil die sieht, okay, der Typ ist cool und dadurch hast du sogenannte Preselection, soziale Bestätigung, also dass sie sieht, okay, ey, der Typ ist durchgehend attraktiv, andere Leute finden den attraktiv, ich sollte ihn auch attraktiv finden, es hat einen Zinseszins, also einen exponentiellen Effekt. Das ganze Jahr hat einen exponentiellen Effekt. Ist nicht ganz einfach zu lernen. Sobald du einmal drin bist, kann das wirklich viel. Also. So, das Ding ist, manche Leute würden sagen, das ist nicht einfach zu lernen. Ich bin vielmehr der Überzeugung, dass du es aus dem Blickwinkel betrachten musst. Du stehst mit beiden Beinen im Leben, du bist ein Mann und ein Mann, der all diese Ambitionen hat, der muss es wohl gebacken bekommen, irgendeine Frau draußen auf der Straße einfach so anzusprechen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Okay? Ganz wichtig. Punkt Nummer 4. Impulskontrolle. Wir leben in einer Gesellschaft, und mit kalt ansprechen ganz kurz ist klar, dass die Aktion ist, dass du einfach auf Leute zugehst, die du nicht kennst.
Wir leben in einer Gesellschaft, wo uns oft kommuniziert wird, dass wir mehr mit unserer femininen Seite in Touch sein sollen. Wir sollen mehr auf unsere Emotionen hören und es ist okay, die zu fühlen. Und es ist okay, natürlich ist es okay, bis zu einem gewissen Grad das alles zu fühlen. Der Punkt ist, musst du danach handeln, weil nur weil ich mich jetzt gerade nicht so ganz wach fühle, heißt es nicht, dass ich dieses Video hier nicht drehen soll. Verstehst du, was ich meine? Nur weil du dich nicht danach fühlst, auf eine Frau zuzugehen, heißt es nicht, dass du es nicht tun sollst wegen dem Gefühl. Sehr vieles von Persönlichkeitsentwicklung ist zu realisieren, dass die meisten Gedanken und die meisten Emotionen, die du hast, dich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen, deine nächsten Ziele zu erreichen. Und damit das eben nicht mehr der Fall ist, baust du Impulskontrolle auf. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine Sache machen willst, die dir eigentlich nicht gut tut, tust du es nicht. Und jedes Mal, wenn du eine Sache machen solltest, die dir gut tut, aber du willst es nicht tun, tust du es. So, und so baust du Impulskontrolle auf. Du wirst besser darin, Dinge zu tun, die für dich schwer sind, indem du öfter Dinge tust, die für dich schwer sind. Das ist wie ein Muskel. Am Anfang ist es schwer, dann wird es aber einfacher, Dinge zu tun, die schwer sind. Und dann an einem Punkt merkst du, dass es für dich gar kein Aufwand mehr ist, Dinge zu tun, die schwer sind. Und so kommst du sehr schnell an dein Ergebnis. Im Hirn gibt es auch einen Bereich, der nur dafür da ist, dass diese Impulskontrolle trainiert wird, beziehungsweise der Muskel trainiert wird, dass du Dinge tust, die nicht angenehm für dich sind. Und ganz wichtig hier, wenn plötzlich, also sagen wir zum Beispiel, das Gym ist für dich anstrengend. Wenn es an einem Punkt einfach ist, lernst du leider Gottes, also stärkst du diesen Muskel, der stärker wird, indem du Dinge tust, auf die du keine Lust hast, den stärkst du dadurch nicht. Du musst dann eine andere Sache machen, die schwerer ist, die anstrengender ist, auf die du keine Lust hast eigentlich, also wirklich keine Lust hast. Und dadurch wird es, wie gesagt, stärker. Dadurch kannst du deine Emotionen und deine Gedanken in Check halten und musst nicht direkt danach handeln. Einige Leute nennen es Impulskontrolle, andere nennen es Disziplin, andere nennen es Motivation, ist ja eigentlich auch egal. Grundlegend, Emotionen, Gedanken sind nicht echt und du musst nicht danach handeln. Punkt Nummer 5. Cut the fat. Das ist eine Sache, über die ich in dem Seminar, was wir ungefähr vor 2 Monaten gehalten haben, dort habe ich darüber geredet. Denn oftmals ist es so, wir wollen uns persönlich weiterentwickeln und wir haben diese 50, 60, 70 Dinge vor uns, die wir potenziell machen können. Fakt ist aber, dass nicht die Addition von Dingen, von unserer Situation uns hilft, also von gewissen Dingen uns hilft, sondern vielmehr das Subtrahieren, also das Entfernen davon. Was meine ich? Was ich an deiner Stelle machen würde, oder beziehungsweise ich gebe dir erstmal ein Beispiel und dann gebe ich dir die Action Steps. Bei mir war es so, ich habe so diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsvideos geschaut und ich war so, boah, okay, ey, so verbessere ich mich und so werde ich krasser. Und dann hatte ich irgendeine Morgenroutine, dann habe ich das gemacht, dies gemacht, jenes gemacht, aber so wirklich mein Leben ging nicht voran. Der Moment, wo ich realisiert habe, dass sehr viel von Persönlichkeitsentwicklung weniger ist, mich persönlich weiterzuentwickeln. So, dass es weniger ist, dass ich mich persönlich einfach nur weiterentwickle. Weil, wenn du sagst, ich entwickle mich persönlich weiter, was heißt das? Niemand weiß, was das wirklich heißt. Wenn du es aber spezifisch machst und sagst, nee, warte mal ganz kurz, das hat weniger mit mir zu tun, sondern einfach damit zu tun, dass ein Problem in meinem Leben gelöst wird und jetzt in dem Fall ist das Problem vielleicht Frauen, in diesem Moment distanzierst du dich von diesem ganzen Mainstream-Gehirn-Masturbation-Shit von wegen, okay, es geht um mich und ich muss besser werden, bla 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 bla. Du fokussierst dich mehr auf ein Problem, was extern ist. Und selbst wenn du das Problem hast und du davon einen Benefit, also einen positiven Effekt bekommst, ist es besser zu sagen, okay, nee, ich will ein fest definiertes Problem in meinem Leben lösen, jetzt beispielsweise Frauen, und alles, was mich nicht in die Richtung bringt, heißt zum Beispiel wenig Kontakt mit denen oder Kontaktpunkte mit Frauen oder ganze Zeit zu Hause bleiben, solche Sachen. Ich cutte das und bewege mich raus, mache mehr von den Dingen, die mich näher an mein Ziel bringen und mache weniger von den Dingen, die mich nicht an mein Ziel bringen. Und erstmal entferne ich all die Dinge, die mich von diesem Ziel, also von diesem Problem, was ich lösen will, um ans Ziel zu kommen, ich entferne mich von diesen Dingen, um
schneller hier anzukommen. Im Leben geht es mehr um Subtrahieren anstatt Addieren. Beispielsweise, wenn du besser mit Frauen werden willst und das Gefühl hast, okay, ich habe zu viele Informationen, dann beschränke es einfach auf 2, 3, 4 Hebelwirkungen, die extrem wichtig sind. Beispielsweise Präsenz, haben wir ja auch gerade eben drüber geredet. Cut the Fat, einer der wichtigsten Dinge, ein Action-Step, den ich dir hier direkt mit auf den Weg geben will. Das habe ich auch bei mir im Coaching gemacht mit meinen Coaching-Teilnehmern. Ich habe denen gesagt, okay Jungs, schreibt mal auf, weil ihr seid erwachsene Männer, schreibt mal auf all die Dinge, die ihr tut, die euch davon abhalten, an euer Ziel zu kommen. Und dann kamen Sachen wie, okay, ich bin viel zu lange an meinem Handy, ich ziehe mir zu viel Theorie rein, ich verbringe Zeit mit Prokrastinieren, mehr als dass ich die Dinge tue, die ich tun muss. Und wir haben das alles gecuttet und was passiert? Die sind so schnell an ihr Ergebnis gekommen und das Gleiche wirst du auch erfahren, wenn du das tust. Punkt Nummer 6. Kompetenz entwickeln. Einer meiner Lieblingspunkte, denn Confidence through Competence. Was heißt das? Wenn du selbstbewusst sein willst, musst du dich natürlich irgendwie auch weiterbilden, weil Selbstbewusstsein ist ja nichts anderes, als dass du dir bewusst bist, dass wenn du etwas tust, dass dann ein wahrscheinliches Ergebnis entstehen wird. Beispiel, wie sieht das jetzt im echten Leben aus? Angenommen, ich sage, ja, ich kann da hingehen und ich kann eine Frau ansprechen. Die Tatsache, dass ich das so selbstbewusst sagen kann ohne Probleme, ist, weil ich das so oft gemacht habe. Ergo, ich habe eine Kompetenz bekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis passiert, ist sehr hoch und dementsprechend ist mein Selbstbewusstsein extrem hoch. Selbstbewusstsein hat wenig mit dem Gefühl zu tun, mit dem Gefühl von, okay, ich bin krass und ich bin der Zerstörer der Weltenzerstörer. Nein, ganz wild, nein. Selbstbewusstsein hat mehr damit zu tun, dass du dir ein Wort gibst und das Wort hältst. Weil Selbstbewusstsein ist eine Wahrscheinlichkeit, dass in der Zukunft ein Event passiert, was du kommunizierst. Das ist es. Das hat nichts mit einem Gefühl zu tun. Ergo entwickelst du Kompetenz, beispielsweise die Fähigkeit, auf Frauen zuzugehen oder gut mit Frauen zu sein. Das ist eine Fähigkeit. Kompetenz in anderen Bereichen ist extrem wichtig. So, und wenn du grundlegend ein kompetenter Mann in verschiedenen Bereichen, in den wichtigsten deines Lebens wirst, wirst du einen signifikanten Mehrwert bekommen. So, hier in dem Fall wäre es jetzt das ganze Thema mit den Frauen, dass du da eine Kompetenz entwickelst. Wenn du sagst, ey, nee, mein Ziel ist es gerade irgendwie ein Mega-Business zu haben, dann Kompetenz darin entwickeln, Leads zu bekommen, Verkauf zu lernen, Vertrieb zu lernen, Marketing vernünftig zu lernen und so weiter und so fort. Ich glaube, der Punkt ist relativ klar. Such dir ein Problem, cut the fat und entwickel die Kompetenz. Okay. Punkt Nummer 7, Sport und Ernährung. Das sollte eigentlich ein No-Brainer sein, aber ich will es trotzdem noch mal ganz kurz erklären. Denn wenn du zwei Leute hinsetzt und sagst, okay, ey, das ist ein Set von Aufgaben, ganz egal, wie diese Aufgaben aussehen, und diese Aufgaben müsst ihr erfüllen bis zum Ende von diesem Tag, dann wird die Person, die eine bessere Ernährung hat und besser Sport, also die einen sportlicheren Körper hat, diese Person wird besser abschneiden. Mit absolut hoher Wahrscheinlichkeit. Weil die Person, die dann übergewichtig ist, die schlechte Sachen zu sich nimmt, diese Person wird nicht mal ansatzweise auf das gleiche Energielevel und auf die gleiche Konzentration kommen. Heißt, der Punkt, den ich machen will, ist, auch hier, entfernen die unnötigen Sachen, sorgt dafür, dass das hier drin ist. Weil das hier, du löst so viele Probleme damit. Du löst so dermaßen viele Probleme damit, wenn du eine gute Basis hast, mit der du arbeiten kannst. Und natürlich wirst du auch selbstbewusster, wenn du Dinge tust, auf die du keinen Bock hast. Ist klar. Punkt Nummer 8. So, Verzicht von billigem Dopamin. Ich sag dir eine Sache, es hat mir so oft Kopfschmerzen bereitet, dass ich super nah an meinem Ziel war. Wirklich, egal was es jetzt ist. Ich war super nah an meinem Ziel. Und dann plötzlich kamen all diese Ablenkungen. Ich habe dann zu viel gegessen. Plötzlich hatte ich keine Motivation mehr. Ich habe zu viel Schmuddeldinge im Internet mir angeschaut. Und all diese Dinge, das ist billiges Dopamin. Das bringt dich nicht weiter. Wir haben bereits im ersten Punkt über Opportunitätskosten gesprochen. Und es ist nichts anderes als, wenn du erstmal die einfachen Dinge tust, bleibt alles Übrige, also alles, was übrig ist, ist dann schwer. Wenn du erstmal die schweren Dinge tust, ist alles, was danach kommt, deutlich einfacher. Und ich musste das lernen und mir einmal aufschreiben, okay, was ist das billige Dopamin in meinem Leben? Und es kann so aussehen wie beispielsweise, dass ich zu sehr auf meinem Handy scrolle und mir überlege, okay, ey, was kann ich hier machen, was kann ich da machen, willst du nicht haben. So, schreib dir auf, was dieses billige Dopamin in deinem Leben ist, weil für jeden sieht das ein bisschen anders aus. Ganz kurz noch hier zu dem Punkt, Sport und Ernährung. Wir finden einen Mann, der harte Dinge tut und der seinen Körper
stehlt, den respektieren wir mehr. Männer respektieren diesen Mann. Aber nicht nur Männer respektieren diesen Mann, auch Frauen. Menschen respektieren einen Mann, der durch schwere Dinge geht. Wollte ich nur noch mal ganz kurz hinzufügen zu diesem Punkt. Kampfsport, super geil. Kraftsport, definitiv. So, Punkt Nummer 9. Genuss in Drucksituationen. Ganz oft in meinem Leben gab es Momente, wo ich dachte, alles wird kaputt gehen. Ganz, ganz oft in meinem Leben dachte ich mir, ich werde es nicht hinbekommen, ich bin nicht gut genug, bla bla bla. Als ich die Fähigkeit gelernt habe, Genuss in den Situationen zu bekommen, die absolut aussichtslos erschienen, das war der Moment, wo ich mich davon trennen konnte, die ganze Zeit in so einem emotionalen Drama mich zu befinden. Weil das Leben wird so gehen, ist Fakt. Wenn du es gut machst, wird es so gehen. Also heißt, dass es seine Hochs und Tiefs hat, aber die Tendenz, dass sie steigend ist. Der Punkt ist, dass du sowohl die positiven als auch die negativen Dinge genießen musst. Und was mir da extrem geholfen hat, und das ist der Action Step, ist, dass ich mir einfach gesagt habe, okay, die Situation ist jetzt mies schlecht. Beispielsweise eine Frau hat mich damals mal verlassen, hat mich komplett zerstört. Ich war, also wirklich mein Herz war gebrochen. Und ich dachte mir, wie kann ich das jetzt positiv nutzen? Okay, Nummer 1, ich habe die Möglichkeit, eine attraktivere Frau kennenzulernen. Nummer 2, es zwingt mich dazu, besser zu werden, was mein Skillset angeht. Nummer 1, in der Findung von einer besseren Frau. Und Nummer 2, in der Fähigkeit, diese Frau auch langfristig zu halten. Und all diese Dinge haben, also dieses Reframing, so nennt man das, ja. Dieses Reframing, das hat mir geholfen, das Ganze auch irgendwie hinzubekommen. Dass ich mehr Genuss in diesen Situationen bekommen habe. Plus, ich habe gelernt, okay, ich muss meine Erwartungen so anpassen, dass mir bewusst ist, dass schlechte Dinge passieren werden, dass aber auch gute Dinge passieren werden. Und je besser die Dinge sind, die ich haben will, also je mehr ich erreichen will, desto tiefer wird natürlich auch der Fall sein. Das musst du bewusst sein. Und sobald das einmal klar ist, du das reframen kannst und deine Erwartungen gemanagt hast, kannst du das Ganze auch genießen. Denn Leute sagen ja die ganze Zeit, der Weg ist das Ziel. Ja, weil du willst nicht einfach ein Leben lang leben, jeden Tag all diese schweren Dinge tun und keinen Genuss bekommen. Du willst das ja genießen können, diese Dinge zu tun. So, Punkt Nummer 10 ist Geld verdienen. Absolut notwendig, wenn du ein Mann bist, der immer noch bei seinen Eltern wohnt und der es nicht gebacken bekommt, da auszuziehen. Da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Such den Job, such den Nebenjob. Geld verdienen in irgendeiner Art und Weise sollte jedermann tun. So, was ich empfehlen kann, Sales hilft dir extrem, vor allem auch hier mit dem Kaltansprechen. Vertrieb, beste Sache, die du lernen kannst, wenn du vielleicht so ein bisschen soziale Ängste hast, nicht so ganz genau weißt, wie du mit dem ganzen Zeug umgehen sollst, weil du hast so viel Exposure, du wirst so oft damit in Berührung gebracht, dass du einfach nur besser werden kannst. So, Punkt Nummer 11 und dann kommen wir zu dem Bonuspunkt, der soziale Kreis. All das sind ja Mindsets und Dinge, die du tun musst, die an sich so ein bisschen ähnlich sind und eigentlich das Gleiche ansprechen. Ne? Weil ein Mann wird dadurch definiert, dass er sich nicht durch seine Emotionen und durch seine Gedanken einfangen lässt. Ich wollte den 11. Punkt ein bisschen mehr auf das Äußere beziehen, und zwar auf den sozialen Kreis. Was meine ich damit? Wenn du Leute in deiner Umgebung hast, die mit dir diesen Weg gehen, dann ist es so dermaßen wertvoll. Und ich habe das bei uns in dem Coaching gemerkt, weil wir setzen einen mega krassen Fokus darauf, eine Community mit all den Männern zu haben, weil das sind alles Männer, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die was aus sich machen wollen. Und wenn die sehen, okay, ey, es gibt nicht nur 1, 2, 3, 4 und so weiter, sondern es gibt super viele Leute wie mich, die sich auch verbessern wollen, das bringt die Motivation so nach vorne. Und das Gleiche musst du auch tun. Du musst Leute finden, die mit dir diesen Weg gehen. Weil wenn du das alleine tust, die ganze Zeit auf diesen einsamen Wolf-Punkt beharren willst, du wirst ein sehr, sehr einsames Leben haben. Und du wirst keine coolen Leute in deiner Umgebung haben und du wirst die ganze Zeit das Gefühl haben, dass du ausgeschlossen bist. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Du brauchst einen sozialen Kreis, weil wenn die Frau das sieht, okay, ey, der Typ hat einen sozialen Kreis, der muss attraktiv sein. Wenn andere Typen sehen, okay, du hast einen sozialen Kreis, wo Männer drin sind, die auch was machen, Hammer. Weil diese Männer respektieren wir. Wir respektieren Männer, die Einfluss auf andere Männer haben können. Und damit meine ich das nicht auf so eine komische Art und Weise, sondern du bist einfach verbündet mit denen, du bist befreundet mit denen und kannst mit denen etwas starten. Key. Das war ein großer Fehler. Ich war so lange einfach auf diesem, ja, alleine bin ich besser dran, der einsame Wolf. Kompletter Crap. Kompletter Bullshit. Eine Frau, wenn die erfährt, okay, ey, du hast überhaupt keine Freunde, du hast keine Männer, die
die auf dich hören, die deinen Rat wollen, die dir Vertrauen schenken, dann wird die sich denken, okay, irgendwas ist mit diesem Typen falsch, weil kein einziger Typ respektiert den. Großer Punkt, ganz großer Punkt. Und noch ein ganz kurzer Bonuspunkt: Humor. Wie lernst du das? Du lernst es primär, indem du dir Comedy-Shows anschaust. Und das habe ich so gemacht. Ich habe mir super viele Notizen aufgeschrieben, welche Sachen ich lustig fand und was dazu geführt hat, dass es lustig war. Und meistens war es ein Bruch der Erwartungshaltung. So, das sind 11 Punkte plus dem einen Bonuspunkt, die mich zu einem besseren Mann gemacht haben, die ich immer und immer wieder benutze, um besser zu werden, weil wenn du dich auf diese First Principles verlässt, werden sehr viele von deinen Problemen grundlegend weggehen. Wenn du dich ein bisschen weniger auf dich fokussierst, oh, und ich meine Probleme, sondern mehr auf, okay, ich habe ein Problem, ich definiere das, ich baue Impulskontrolle auf, Präsenz auf, die Kompetenz auf, kalt anzusprechen, ich sehe die Opportunitätskosten, ich achte auf meine Ernährung und so weiter. Wenn du all diese Punkte tust, du wirst so ein heftiger Typ sein, on top auf all dem anderen, was du jetzt gerade tust, aber dafür wäre es gut, wenn du es umsetzt. Musst du natürlich nicht machen. Das sind Dinge, die mir geholfen haben. Wenn du sagst, ey, Matt, finde ich super interessant, ich würde gerne mal schauen, wie ich das Ganze individuell auf meine Situation anwenden kann, trag dich ein für eine kostenlose Erstberatung. Den Link findest du in der Beschreibung. Wir hören uns das nächste Mal. Dein Matt. Bye.